Back from the dead. Und willkommen zu einer Episode des Fortnite Daily Shops. Und wir schauen mal direkt rein, denn wir haben was Neues heute drin und starten nochmal mit Vix rein. Hört sich lustig an, ist aber tatsächlich der Name. Kommt mit mehreren Styles. Wir gucken uns das mal an. 4 verschiedene Styles, wie es aussieht. Genau. Aber das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, soll's. Bin mir nicht so sicher. 4 verschiedene Backbling-Styles auch. Aber sieht schon geil aus mit dem Schwert, ne? Und das ist so ein bisschen links, nur in billig, oder? Aber die Animation, Build an Emote to switch the styles, das ist schon geil. Das heißt, ihr könnt einfach, boom, ein Emote machen und ihr switcht den Style. Zack, boah, das ist geil. Finde ich gut, das hatte ja das letzte Mal die Witch drin, ne? Ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber ihr wisst, wenn ich meine, die Hexe, die hieß, glaube ich, The Witch einfach, oder? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ja, das ist nicht schlecht. Doch, die Animation ist geil. Der Skin, ja, den kann man mögen, den muss man nicht mögen, wie gesagt, billige Version von links irgendwie vielleicht. Trotzdem interessant. Also eingebauter Emote, 1500 V-Bucks, geht auf jeden Fall klar. Dann haben wir die Axes noch dazu. Oh, was ist das denn da unten? Backt das rum oder soll das so sein? Das soll doch nie im Leben da unten. Was ist das denn da? Warum wackelt er? Er ist doch nie im Leben richtig. Was ist denn hier los? Trotzdem geil. Ich gucke gerade Vikings und das erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran. Da finde ich ihn ganz nice. Oh. Hört sich nicht schlecht an, muss man sagen. Das sieht geil aus. Doch, das sieht nicht schlecht aus. Ah, doch, das ist ganz cool. Also interessant, 2 Sachen, die neu drin sind. Dann geht's weiter mit dem Wukong. Der kommt mit den Royal Flags auf den Rücken. 2000 V-Bucks. Der war zwar jetzt drin vor 33 Tagen. Genau wie der Rest hier. Jingo Bang. So ein bisschen reactive von hier ausgehend. Ja, genau, da hat man gerade die Animation gesehen. 1200 V-Bucks. Und Panda Team, die da drin mit dem Bamboo auf dem Rücken. Das ist 2000 V-Bucks. Ist ein bisschen krass, ne? 2000 V-Bucks für die Skins. Muss man selber wissen. 33 Tage her. Weiter geht's mit Double Cross. Ja, so langsam aber sicher kommen wir wieder in die Jahreszeit rein, wo die wieder draußen rumlaufen kann, so wie die aussieht. Auf jeden Fall. Die war zuletzt drin vor 43 Tagen. Dann haben wir Pink Flamingo wieder drin. 1500 V-Bucks. Seltenstes Item heute. 175 Tage her. Aber das war, glaube ich, die erste Axt, die ich mir geholt habe. Ich glaube, ja. Richtig crazy. Kommando ist drin für 800. Ja, wenn 800er Skin sucht, mit dem alten Style noch. Richtig nice, muss man sagen. 35 Tage her. Und dann haben wir noch 3 Emotes. Zum einen Knee Slapper für 500. 39 Tage her. Und wir haben Sizzling drin, wenn man ein paar Burger brutzeln will. Muss ich auch mal echt wieder machen. Habe ich echt Bock drauf, wenn ich das so sehe. 32 Tage her. Und Rock Paper Scissors drin für 200. Zeigt immer was anderes. Zeige ich euch mal hier, wenn wir Glück haben. Na, oder nicht. Jetzt. Okay, genau, habt ihr das gesehen. Also 200 V-Bucks, Rock, Paper, Scissors, 56 Tage her. Highlight geht natürlich raus an die gute Vix. Ob man die jetzt mag oder nicht, interesting auf jeden Fall. Viele verschiedene Styles mit einem Build-in-Emote, der dann die Styles wechselt in-game, was geil ist. Muss man ganz klar sagen, das habe ich auch bei dieser Witch richtig geil gefunden. Und die Per-Axes sind auch ganz nice, muss man sagen. Ja, geht das Highlight auf jeden Fall hin. Shop bekommt von mir heute eine 6 von 10. Könnt ihr gerne mal reinschauen, was euer Highlight ist. Vor allem, was ihr von der billigen Version von links sozusagen haltet. Ob ihr das genauso seht wie ich. Aber wie gesagt, eingebauter Emote, einfach nur nice. Bis hierhin, Leute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Sub da. Unterstützt mich auch gerne mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen zu einer neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.